Der ARD Wintersport macht in Deutschland Station. Für die Biathleten geht es in das größte Bundesland, in den Freistaat Bayern. Man versucht sich irgendwie gegen den Regen zu schützen. Das ist Kaisa Mäkerainen, die ihr gelbes Trikot unter einem Regencape verbirgt. Klar, ganz wichtig, warm zu bleiben, nicht schon durchnässt auf die Strecke zu gehen, vielleicht sogar unterkühlt. Auf die Strecke, auf der sie regelmäßig die Bestzeiten hingelegt hat. Nicht nur in diesem, auch im letzten Winter, Magdalena Neuer. So, jetzt unterwegs Marie-Laure Brunet, die junge Dame aus Frankreich im roten Trikot. Das heißt, sie führt in einer gesonderten Weltcup-Wertung nur auf dieser 15-Kilometer-Strecke. Zweite Massenstart, wir erinnern uns an dieses packende Finish mit Helena Eckholm. Marie-Laure Brunet schießt auch aus der Mitte heraus, wie Helena Eckholm, dann aber nach rechts, kleiner Unterschied. Eckholm und Brunet für mich heute die ganz großen Favoritinnen, schon allein, weil sie extrem sicher sind beim Schießen. Will in dieser Saison unbedingt einen Weltcup gewinnen, da war sie schon zweimal knapp dran, einmal Zweite, einmal Dritte, und sie möchte im Gesamtweltcup unter die besten sechs, da ist sie im Moment als Dritte. Toller Blick hier rein in die Chiemgau Arena, das Funktionsgebäude ist neu gebaut worden, der Schießstand ein kleines bisschen nach links verlegt worden. So, das ist Marie-Laure Brunet mit der 14, mit dem roten Trikot der Führenden auf dieser Strecke. Klasse, mit stoischer Ruhe bringt sie ihre Schüsse ins Ziel. Jean-Paul Jacquinot, auch er hat sich eingemummelt, um sich vor dem Regen zu schützen. Marie-Laure Brunet etwas langsamer als Zaitseva, das war auch schon nach dem ersten Schießen so. Wird heute hier auch kommentiert für das französische Eurosport-Fernsehen von Sandrine Bailly, die im letzten Jahr ihre Karriere beendet hat und hier von allen freudig wieder begrüßt wurde. Kameras suchen Marie-Laure Brunet, völlig zurecht. 2x0 geschossen, die Französin. Sie immer noch im Bereich von Zaitseva, muss allerdings jetzt schon blitzschnell schießen, um die Russin zu überbieten. Erster Fehler beim dritten Schießen für Marie-Laure Brunet und schon wird es ganz, ganz schwer, die Ränge 2 und 3 der ersten beiden 15-Kilometer-Rennen zu wiederholen oder in diese Bereiche vorzustoßen. Zwar wird sie hier noch als Dritte geführt, aber gleich kommen noch einige sehr, sehr starke, die ihr das Leben noch schwer machen werden. Parallel hat auch Miriam Gössner zum zweiten Mal 0 geschossen heute, wenn da nicht die 4 Fehler zwischendurch gewesen wären. Und Marie-Laure Brunet beim letzten Schießen. Ja, leider wie Magdalena Neuner, 2 Fehler bei diesem letzten Stehendanschlag. Damit fällt sie auch weit zurück. 3 Fehler für die Französin. 4 insgesamt für Magdalena Neuner. Und da ist Tina Bachmann. Sie wiederum erst beim zweiten Schießen. Kleines Absetzen vor dem dritten. Sieg sein für Andrea Henkel. Das könnte ihr erster Sieg in diesem Winter werden. Sie ist in der Spur sensationell drauf und auch die beiden wissen es. Uwe Müßiggang war lange genug der Cheftrainer und jetzt ist es Gerald Hönig und auch die Faust haben wir schon gesehen. Jetzt schaut ihr noch mal nach links. Sieht auf der Anzeigetafel, was auch wir sehen. 6,1 Sekunden Rückstand auf der letzten Runde, aber jetzt hat sie den kleinen Vorteil. Noch 3 Kilometer und sie weiß, wen sie bezwingen muss, nämlich die unfassbar starke Olga Zaitseva. Sind diese 6 Sekunden noch aufholbar? Ich hoffe und sage mal ja, möglich ist es. Und vor allen Dingen, wenn man weiß, wie sie sich quälen kann, Andrea Henkel.
Marie-Laure Brunet im Ziel. Auf Rang 4 momentan.